Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor es losgeht, hier wieder der Hinweis auf meinen Zweitkanal. Ihr findet den unten in der Infobox verlinkt. Da geht es um alles, was mit Coaching zu tun hat und Persönlichkeitsentwicklung. Es sind auch ganz viele Mitmachvideos, EFT-Videos dabei und Meditationen. Also schaut da gerne mal vorbei. Übrigens, falls ihr im Hintergrund Babygeräusche hört, dann ist das, weil da tatsächlich hier ein Baby liegt. Mein kleiner Assistent, der mir hier ganz aufmerksam zuhört und zuschaut, was ich hier so mache. Ja, also lasst euch davon bitte nicht irritieren. Wir haben hier das Monatsorakel für den Monat Juni. Wir haben wie immer vier Stapel. Wir haben Stapel 1, 2, 3 und 4. Wählt einfach intuitiv einen oder mehrere dieser Stapel aus und dann schaut unten in der Infobox nach der Zeitmarke, die euch zu eurem Stapel führt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und los geht's. Und wir starten mit dir, mein Lieber, auf Stapel Nummer 1, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Wir schauen in deine Monatsenergien für den Monat Juni. Du hast die Gerechtigkeit, den Tanz, Bewegung zur Musik gibt dir neue Energie, tanze zu Hause oder in Gesellschaft. Die Welt mit Erzengel Michael, eine gelungene Arbeit, Freude, Zufriedenheit und Dankbarkeit, der Weg zur Erleuchtung. Wow, sehr schön. Das irre Licht, im Schatten verborgene Schätze. Die mutige Pfingstrose, facettenreiche, einzigartige Natur, zeige dich, wie du bist. Auch eine sehr, sehr schöne Karte. Auf der Welle des Erfolgs, wow. Balance, Spirituality and Practicality, also Praktikabilität, Praxis und Spiritualität miteinander verbinden. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig übersetzt. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Adler mit dem höheren Selbst, betrachte alles aus der Adlerperspektive, sei frei, weit und unbegrenzt. Und von der Delfinkarte hast du, ich sehe dich, schaue in die liebenden, aufmunternden Augen der Delfine. Das Auge ist das Fenster der Seele. Das Licht begegnet dem Licht, Energie fließt und öffnet den Kelch der Freude. Schaue anderen mit einem liebenden Herzen in die Augen. Ein liebevoller Blick kann alles sagen und alles verändern. Energie wird über die Augen übertragen. Wow, und da hast du hier zweimal, hier das Adlerauge, einmal das Delfinauge. Hier hast du nochmal die Delfine auf der Welle des Erfolgs. Also ich habe bei dir tatsächlich dieses Thema zur Ganzheit zurückkehren, ja, wieder mit dem Leben tanzen. Vielleicht hast du eine Seite in dir oder eine Angelegenheit, eine Person, die du wegdrückst. Vielleicht hast du auch Schattenanteile in dir, die du weggesperrt hast. Da gibt es im Übrigen bald ein Video auf meinem Zweitkanal zu diesem Thema. Falls das für dich relevant ist, dann schau dir das gerne mal an, weil das sehr, sehr wichtig ist, dass wir Schattenanteile einfach auch integrieren. Und wenn wir oft von Manifestationen reden und unsere Träume visualisieren und unsere Visionen in die Welt bringen, dann reden wir ja ganz viel von Manifestationen. Und dann heißt es immer, du sollst dich hinsetzen, du sollst das visualisieren, was du haben willst, du sollst dich in das Gefühl bringen. Und das ist eine Seite der Manifestation. Gleichzeitig aber musst du, damit sich was verändern kann in deinem Leben, musst du Blockaden wegräumen, du musst Glaubenssätze auflösen, du musst mit dem inneren Kind arbeiten, du musst einfach in die Heilung kommen, du musst diese Teile, diese Anteile in dir heilen, die dich daran hindern, mit dem Leben zu tanzen, ja, deine Vollkommenheit zu leben. Und das habe ich bei dir tatsächlich auch dieses, ich habe bei dir echt das Gefühl, du unterdrückst irgendwie was in dir, du akzeptierst dich vielleicht auch nicht so in deiner Ganzheit, vielleicht hast du auch Schwächen, wo du denkst, die stehen dir im Weg, vielleicht hältst du dich auch für nicht gut genug, das kann auch sein, dass du da einfach dieses Gefühl hast, du bist es nicht wert, deine Träume zu leben,
Aber für dich ist es ganz, ganz wichtig, einfach in diese Ganzheit zu kommen, damit du mit dem Leben fließen kannst, damit da nicht so ein Druck, wie so ein Druck im Kessel, habe ich bei dir dieses Gefühl. Du musst hier wirklich in die Balance kommen und sorry, jetzt hat er kurz niesen müssen. Hier einfach in diese Totalität zu kommen und nichts von dir abzulehnen, weil du es als schlecht erachtest oder weil du dir denkst, das passt nicht oder das ist nicht gut genug. Erst in der Akzeptanz und in der Integration all unserer Teile kommen wir in die Ganzheit, kommen wir in die vollständige Kraft. Du musst dir vorstellen, wenn du Dinge von dir ablehnst, dann stehen dir diese Anteile nicht zur Verfügung. Und in diesen Anteilen versteckt sich auch Kraft und Energie. Deswegen ist es so wichtig, dass du das einfach auch integrierst, damit du wachsen kannst, ja. Und das ist wirklich oft so, dass wenn wir aktiv Schattenarbeit betreiben, wenn wir Schattenanteile integrieren, dass sich plötzlich, dass es einen riesen Ruck weitergeht im Leben, dass wir wie so einen Quantensprung auch machen, weil sich energetisch dadurch so viel lösen kann. Und das habe ich bei dir auch wirklich so. Dieses Leben möchte sich öffnen bei dir, ja. Diese Rose möchte blühen. Und das ohne Angst davor, dass sie vielleicht nicht gut genug ist oder diese ganzen Anteile, die sie hemmen daran, ihre volle Größe zu zeigen. Und dann kannst du mit dem Leben schwimmen und dann hält dich nichts mehr zurück, weil ich habe wirklich so ein bisschen dieses Gefühl, du willst und das Leben zieht dich schon in die richtige Richtung und du spürst das schon, aber du hast irgendwie wie so Ketten, wie Anker noch an den Füßen, die dich irgendwie zurückhalten, wo du merkst irgendwie, ich komme da noch nicht vorwärts. Vielleicht hast du auch mit der Gerechtigkeitskarte noch ein paar Angelegenheiten, die für dich noch nicht geklärt sind. Mir fällt ja auch ein, diese Vergebungsarbeit. Ja, vielleicht hast du da an der einen oder anderen Stelle einfach noch ein Thema, wo Anteile in dir noch verhaftet sind, wo du aufgrund mangelnder Vergebung dieses Thema einfach noch nicht loslassen kannst. Deswegen schau dir gerne auch meine Vergebungsvideos an auf meinem Zweitkanal. Hier geht es darum, dass du in die Vergebung kommst, in die Vergebung von alten Situationen, damit du ganz werden kannst und damit dich dieser Anker am Fuß nicht zurückhält, sondern damit du den loslassen kannst und endlich los kannst und raus in die Welt. Weil ich habe bei dir schon so, dieser Zug ist da und dein höheres Selbst hat einen hohen Anspruch an dieses Leben. Ja, das zieht dich schon in diese Richtung. Aber da ist einfach noch was dich ein bisschen runterschwert und du sollst hier echt in diese Leichtigkeit kommen, in diesen fließenden Zustand und nichts von dir zurückhalten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Vielleicht hast du auch das Gefühl, weil ich hier auch diese Spiritualität drin habe bei dir, dass du dich ein bisschen zurückhalten musst, dass du, ja, dass du das Gefühl hast, du bist zu viel für manche Menschen oder dass du dich, ich will jetzt nicht sagen, dass du dich vielleicht manchmal schämst oder dir denkst, ja, irgendwie habe ich so abgespacete Ansichten oder so. Dass du hier wirklich dich voll und ganz zeigst, das ist ganz, ganz wichtig bei dir, dass du in die Sichtbarkeit kommst, dass du dich zeigst und dass du dich nicht zeigst mit einem schlechten Gefühl und dir denkst, was sagen wohl meine Freunde, Bekannten, wenn ich jetzt ne, mit so einer Meinung nach draußen gehe, sondern dass du hinter dem stehst, wer du bist, in dem stehst, wer du bist und dich so voll und ganz zeigst. Und das habe ich bei dir ganz, ganz stark, dieses durch den Schatten durch, über die Integration in deine volle Größe zu kommen, in deine volle Energie zu kommen, weil da ist wirklich viel möglich für dich im Juni. Wichtig ist nur, dass du einmal deinem Ruf folgst und diesem Sog, ja, und gleichzeitig, dass du Vertrauen in deinen Weg bekommst, Vertrauen in dein höheres Selbst, dass es dich wirklich in eine Situation leitet, wo dir nichts passieren kann. Sehr, sehr schöne Karten. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat dir gefallen. Wenn dem so war, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 2, für alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Wir schauen in deine Energien für den Monat Juni. Du hast die 6 der Schwerter. Du hast das Erwachen, die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten, vorübergehender Stillstand und es ist wichtig, du selbst zu sein.
Du hast den Grenzwächter. Erkenne die Dinge und Menschen, die deine Grenzen allzu gedankenlos überschreiten und schütze dich. Du hast den leeren Brunnen mit der fehlenden Gegenseitigkeit. Du hast geerdet mit lerne Mensch zu sein in der Welt, aber nicht von ihr. Du hast das neue Leben. Wow. A time for healing, also eine Zeit der Heilung. Du hast die Maus mit der Gerechtigkeit. Das, was du gesät hast, wirst du ernten. Gerechtigkeit und Ausgleich stehen an. Alles rückt sich in das rechte Maß. Und liebe das Unbekannte und wirke von innen. Was brauchst du im gegenwärtigen Augenblick? Was beobachtest du? Was fühlst du? Nutze deine zauberhafte, verblüffende, kreative Intelligenz, um spontan nach deinem Inneren zu handeln. Setze freudvolle, lichte Impulse. Ja, jetzt ist der Augenblick deiner Kraft. Wow, super schöne Karten. Also bei dir ist tatsächlich eine sehr, sehr radikale Energie, die auch nicht viele Fragen offen lässt. Bei dir geht es tatsächlich darum, dich abzugrenzen und in deine Kraft zu kommen. Also hier findet ein Erwachen statt, ein Erwachen in deiner Kraft, in dem, was du bist. Auch ich habe bei dir das auch deinen Platz im Leben einnehmen. Also wirklich mit beiden Beinen dich zu verwurzeln und zu sagen, jetzt komme ich, jetzt bin ich hier und wirklich hier die Ellbogen auszufahren und zu sagen, so und jetzt habe ich genug von Menschen oder Situationen, die mir nicht gut tun, die nur auf mir rumtrampeln. Ja, jetzt habe ich sage mal, wo habe ich das mal gelesen? Ich habe die Schnauze voll davon, dass ich die Schnauze voll habe. Ja, es reicht. Und darum geht es bei dir. Also es geht tatsächlich darum, dich abzugrenzen. Ich habe bei dir das Gefühl, dass du ja ein bisschen mit der Grenzsetzung Themen hast, dass du da vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen zu soft gewesen bist, gewissen Personen oder Situationen gegenüber, dass du dadurch in eine fehlende Gegenseitigkeit oder in eine Gegenseitigkeit oder in eine Disbalance gekommen bist von Geben und Nehmen, dass du einfach viel mehr gegeben hast, als du genommen hast. Und wenn man das lange genug macht, dann glaubt man irgendwann auch nicht mehr mehr zu verdienen. Und Grenzsetzung hat auch ganz viel mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun. Schau dir da gerne auch auf meinem Zweitkanal das Video zum Thema Hochsensibilität, Empathie an, weil gerade diese Personengruppen haben mit Grenzsetzung immer sehr, sehr starke Probleme. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du dich da auch wiederfindest. Bei dir geht es jetzt aber tatsächlich darum zu sagen, ich mache jetzt mal eine Inventur, wo ich nicht im Balance bin. Wo gebe ich mehr, als ich bekomme im Job, woanders, ja? Wo opfere ich Energie ohne Gegenleistung? Und dann zu sagen, hier mache ich jetzt einen Stopp und hier mache ich jetzt eine Trennung. Und da geht es wirklich darum, dass du Grenzen aufbaust. Und das ist erstmal vielleicht ungewohnt. Das ist so, wie wenn du ein Haus hast und ein Grundstück und du um deinen Garten herum keinen Zaun hast. Und ab und zu verirren sich Menschen in deinem Garten. Die sitzen halt dann da rum und grillen vielleicht manchmal in deinem Garten und du ärgerst dich wahnsinnig drüber. Und vielleicht hast du manchmal den Mut dazu, sie wegzuschicken und für dich einzustehen. Vielleicht ärgerst du dich aber auch nur im stillen Kämmerlein und machst nichts dagegen. Und jetzt geht es wirklich darum, hier in deine Power, in deine Kraft zu kommen und zu sagen, nee, da baue ich jetzt einen Zaun, da steht jetzt ein Zaun. Und dieser Zaun kann nur unter bestimmten Bedingungen passiert werden und auch nur, wenn ich das erlaube. Und hier geht es auch ganz stark darum, dich mit deinen Werten, dich mit deinen Bedürfnissen zu verbinden und nicht mehr die der liebe Nette zu sein, von dem man einfach haben kann. Also ich habe auch bei dir tatsächlich das Gefühl, dass dich sehr viele Personen, vielleicht auch im Job bei dir, auch das kommt mir rein, oft als Energietankstelle genutzt haben. Als jemand, du hast Energie und du hast Kraft, aber du verschleuderst die für Situationen, wo nichts zurückkommt. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest diese Kraft, die du hast und diese Energie, würdest du für etwas einsetzen, wo du tatsächlich auch was zurückbekommst. Wo tatsächlich was auch Früchte, wo auch Früchte getragen werden, wo du noch mehr Energie daraus bekommst, wo du noch mehr zurückbekommst. Das ist ja eine ganz andere Qualität einfach von Leben. Und hier geht es wirklich darum, in die Heilung zu kommen, ja. Für dich selber mal zu überprüfen, welche Situationen kosten mir Energie?
Schau dir da auch gerne das Video auf meinem Zweitkanal an, Zeitmanagement versus Energiemanagement. Weil oft ist es, haben wir gar kein Zeitproblem, oft haben wir ein Energieproblem. Und dann merken wir gar nicht, wie wir Zeit totschlagen mit Tätigkeiten, die uns vermeintlich wenig Energie kosten. Ich sage jetzt wie zum Beispiel mal, keine Ahnung, irgendwelche Serien am Abend anzuschauen oder am Handy rumzuscrollen, ja. Wie viele so tote Zeiten man eigentlich am Tag hat, das ist einem gar nicht so be mal bewusst, außer man macht mal eine Inventur darüber und dann siehst du am Ende des Tages, du hast gar kein Zeitproblem, du hast ein Energieproblem. Wenn du mehr Energie hättest, dann könntest du diese Leerphasen, die du quasi mit so niedrig schwingenden Sachen verbringst, die könntest du ganz anders für dich nutzen, um aufzutanken und um wirklich in die Energie und in die Kraft zu kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig bei dir, hier wirklich eine Inventur zu machen und vielleicht auch Personen loszulassen, ja, und zu sagen, hey, du tust mir nicht gut. Wichtig ist auch einmal zu kommunizieren, das sind meine Bedürfnisse, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, ja. Und dann kannst du ja Menschen in deinem Leben eine Chance geben und zu sagen, okay, gut, wenn sie es vorher vielleicht nicht wussten, weil ich es nicht gesagt habe, ja, dann kommuniziere ich das jetzt, so und so brauche ich das. Und wenn du merkst, dass andere da schroff drauf reagieren oder mit Ablehnung, dann sind das genau die Personen, die davon profitiert haben, dass du keine Grenzen hattest. Und das sind genau die, und egal wie weh es tut, die du erstmal loslassen musst. Die können irgendwann wieder in dein Leben kommen, ja, aber du musst erstmal stabil werden in deiner Grenzsetzung, in deinem Haus, mit deinem Grundstück, mit deinem Zaun. Der muss erstmal stabil stehen und dann bist du in deiner Kraft, ja. Und dann, da hängt so viel mit dran. Da hängt der Selbstwert, die Selbstliebe mit dran, der Selbstrespekt auch. Und du wirst sehen, wenn du dich selber so behandelst durch Grenzsetzung, dass dich das Leben plötzlich auch anders behandelt. Dann ziehst du keine Menschen mehr an, die deine Grenzen nicht respektieren, weil diese Menschen energetisch überhaupt nicht mehr in Resonanz gehen mit dir, weil sie nichts haben können von dir, weil deine Energie schon aussendet, hier gibt es nichts, ja. Hier ganz, ganz wichtig für dich, fahr die Ellbogen aus. Nimm deinen Platz im Leben ein, behaupte dich und stell dich hin und sag so, und jetzt bin ich hier, ja. Ich bin nicht weniger wert als irgendjemand anderes und ich behaupte mich jetzt in diesem Leben. Sehr, sehr schön. Hier wartet ein neues Leben auf dich. Eine neue Ebene der Kraft. Fast wie ein Quantensprung, ja. Wenn du das schaffst, dich hier wirklich, ja, mit beiden Beinen zu verwurzeln und deine Arme auszubreiten und den Raum einzunehmen, der dir zusteht. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 3, für alle, die diesen Stein gewählt haben. Wir schauen in deine Energien für den Monat Juni. Du hast die 5 der Schwerter. Nutze deine Zeit, richte deine Aufmerksamkeit nicht auf die Vergangenheit, sondern auf den Moment. Zeit lässt sich nicht mehr zurückholen, nutze sie jeden Tag. 10 des Feuers, zu viel Arbeit, nimm Hilfe von anderen an. Das Leben ist aus dem Gleichgewicht. Stress gefährdet deine Gesundheit. Driftboot, das Leben nehmen, wie es kommt. Du bist Liebe, hadarianische Energie, Co-Abhängigkeit, Grenzen. Schon wieder das Thema Grenzen. Kann auch sein, dass du dich zu Stapel 2 hingezogen gefühlt hast. Da hatten wir auch das Thema Grenzen. Im Sumpf. A time to give rather than take, also eine Zeit, wo es jetzt mehr ums Geben geht als um das Nehmen. Der Hirsch mit der Öffnung, vertraue deiner feinfühligen, sensitiven, hellsichtigen Eingebung. Ein neuer Entwicklungsschritt steht bevor. Und eintauchen, auftauchen, neue Sprünge wagen. Traue dich heute etwas, was du dich noch nicht getraut hast. Tauche zuerst in deine Tiefe. Was wolltest du schon immer einmal machen? Was wäre ein neuer Weg für dich? Tauche auf und wage das Neue. Springe voller Freude. Wow.
Also bei dir habe ich tatsächlich dieses raus aus dem Kopf, rein ins Leben, wenn das Sinn macht. Komm raus aus diesem Gedankenkarussell, aus den Konstrukten, die du dir im Kopf spinnst. Ich habe auch dieses Gefühl, dass bei dir gerade der falsche Player am Steuer sitzt. Schau dir da auch gerne das Thema Angst an auf meinem Zweitkanal. Da habe ich ein Video dazu gemacht. Das ist oft so, dass wenn wir uns so in Sorgen verlieren, in angstvollen Gedanken, in Geschichten, die wir uns selber erzählen, ja, die in den meisten Fällen überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben, sondern das sind Geschichten, die wir uns erzählen aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund des Wissens, das uns zur Verfügung steht. Und bei dir geht es tatsächlich darum, dass du wieder ins Vertrauen kommen sollst, dass du wieder in die Liebe kommen sollst, dass du dich wieder öffnen sollst dem Leben. Ich habe bei dir das Gefühl, du hast dich ein bisschen verschlossen. Und das ist oft auch so, wenn man so angstvolle Gedanken hat, dass man sich in der Angst verliert und die Angst einem vorgaukelt. Wenn man so und so macht und wenn man das und das so macht, dann hat man Kontrolle. Ja? Tatsächlich hast du nie Kontrolle über das Leben. Alles, was du hast, ist eine Angst, die dir das vorgaukelt und die, so, die dir einredet, du könntest Kontrolle haben, wenn du gewisse Sachen so und so machst, ja. Und bei dir geht es tatsächlich darum, und das ist ganz wichtig im Leben auch zu verstehen, der Verstand greift Dinge sehr, sehr simpel. Und der Verstand kann immer nur ein Spektrum greifen, das er aufgrund seiner vergangenen Erfahrungen und aufgrund des Inputs, das er hat, verarbeiten kann. Das ist ja auch oft der Grund, warum Kinder oder im Kindheitsalter so viele negative Glaubenssätze und so entstehen, weil wir Rückschlüsse ziehen, die uns aufgrund unserer geistigen Kapazität möglich sind. Und die sind ein, die geistige Kapazität ist einfach noch nicht so groß wie bei einem Erwachsenen, ja. Und bei dir geht es auch darum, dich dem Leben zu öffnen. Und das Leben ist nicht immer 1 + 1 ist 2, sondern es geschehen so viele Dinge, die du mit dem Verstand oft nicht erklären kannst. So viele Wunder, wo der Verstand oft sagt, das verstehe ich ja gar nicht. Das hätte ja aus logischen Gesichtspunkten gar nicht passieren dürfen, ja? Also denk mal darüber nach, wie oft das vielleicht bei dir schon so war in der Vergangenheit, dass du dir dachtest, oh Gott, das funktioniert ja, das geht ja gar nicht, ja? Und dann hat es doch irgendwie funktioniert. Also bei dir geht es tatsächlich darum, deine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu richten, weil das ist das Beste, um dem Verstand quasi davon zu laufen und den Gedanken, dass du quasi in die Achtsamkeit kommst. Und gleichzeitig, was bei dir wahnsinnig wichtig ist, ist, dass du dich verankerst. Und das geht sehr, sehr gut über den Körper, ja? Dass du, was heißt ich, Körperübungen machst. Ich mache bei sowas immer, wenn ich merke, ich bin viel zu sehr im Kopf und mein Kopf überhitzt, dann mache ich Wechselduschen an den Beinen zum Beispiel, oder Kneippsche Fußbäder oder was auch immer. Ich versuche halt wirklich ins Hier und Jetzt zu kommen oder ich gehe barfuß draußen. Was auch immer da für dich passt, dass du dich wieder, dass du im Hier und Jetzt einfach wieder ankommst, weil dann öffnet sich das Leben für dich. Dann macht das Leben auf und du hast Zugang zu deiner Energie, du hast Zugang zu der Liebe, die du bist und du hast Zugang zu deinem ganzen Potenzial. Wenn du im Kopf bist, limitierst du deine Energie und dein Potenzial. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, traue dich etwas, ja? Traue dich, tauche wieder ein in das Leben, tauche wieder ein in die Tiefe, öffne dich wieder und komm wieder ins Vertrauen. Und ich liebe ja diesen Satz, dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße und das ist wirklich so, wenn du lernst, wieder auf deine Ressourcen zu vertrauen, deinem Körper zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen, dann musst du nicht sehen, was 200 Meter vor dir ist und du musst es gedanklich auch nicht erfassen. Wie oft ist es so, dass du dir 100 Szenarien im Kopf ausmalst und dann kommt das 101. kommt dann in die Realität? Was für eine Energieverschwendung war das vorher? Oder wie oft ist es so, dass du dir Sorgen machst und dann tritt dieses Szenario, vor dem du dich fürchtest, überhaupt nicht ein? Deswegen hier ganz, ganz wichtig, komm raus aus dem Kopf, tauch wieder ein in das Leben, veranker dich im Hier und Jetzt, übe dich in der Achtsamkeit, komm rein ins Spüren und raus aus dem Kopf. Ganz wichtig bei dir. Und dann kannst du auch wieder leichter vorangehen, weil das Leben dann nicht, du machst das Leben dann halt nicht selber schwer und zerredest dir das im Kopf. Und das wird ganz, ganz wichtig sein, diese Öffnung einfach wieder sich dem Leben auch zu öffnen im Juni und raus aus diesen Gedankenkarussellen, aus diesen Geschichten, die du dir selber erzählst.
Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, nehmt das Leben, wie es kommt. Bis dann. Tschüss. Und weiter geht's mit dir, mein lieber Stapel Nummer 4, für alle, die diesen Stein gewählt haben. Wir schauen in deine Energien für den Monat Juni. Du hast die drei der Stäbe jetzt. Du hast sei wachsam. Nicht jeder meint es gut mit dir. Sei auf der Hut und gehe die Dinge nicht zu emotional an. Handle klug und diplomatisch. Die Herrscherin, reichhaltige Fülle, hauche deinen Träumen Leben ein. Gib dir selbst und anderen die Gelegenheit zu wachsen. Staubteufel, Befreiung aus der Stagnation. Wird ja auch eine wunderschöne Karte. Empathischer Starseed, energetische Souveränität, absorbieren, was nicht zu dir gehört. Der Berg. Luck is on your side, also das Glück ist an deiner Seite. Das Einhorn mit der Wahrhaftigkeit, der goldene Segensstrom und die göttliche Gnade werden dir zuteil. Reinigung und Umwandlung stehen an. Und deine Stimme ist Klang, Frequenz und Vibration. Töne, Silben, Klänge, Stimmmelodien und Worte haben Energie, Ausstrahlung und Kraft. Achte daher auf einen guten, harmonisierenden Ton in deiner Umgebung. Was sendest du aus, was empfängst du? Welche Vibrationen strahlst du in die Welt? Wo kannst du durch deinen Klang Liebe, Öffnung, Energieerhöhung, Freude und Kraft bringen? Wow, sehr schön. Also bei dir geht es tatsächlich ganz stark. Ich habe dieses Gefühl von, das hat Oprah Winfrey mal gesagt, dass das eins ihrer größten Geheimnisse ist. Sie hat gesagt, it's preparation meeting the moment of opportunity. Und das sehe ich bei dir. Also wirklich, du hast dich gut vorbereitet, du hast gut an dir gearbeitet und jetzt geht es darum, so eine Beobachterrolle einzunehmen, wachsam zu sein und zu warten, weil sich dir Gelegenheiten bieten werden, weil das Leben jetzt quasi antworten wird auf deine Fragen und auf das, was du gemacht hast. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, den Überblick nicht zu verlieren, weit zu bleiben, offen zu bleiben und wirklich in deiner Energie zu bleiben, in dem zu bleiben, was du dir geschaffen hast. Also wirklich alles das an dir abprallen zu lassen, was dir nicht dienlich ist, was nicht zu dir gehört, so ein bisschen so eine Teflon-Aura zu entwickeln, wo quasi alles an dir abperlt, was dir nicht dient und was deinem Weg nicht dient und in dieser Energie zu bleiben, weil das Glück ist auf deiner Seite im Juni, ja. Hier ist viel Diplomatie gefragt, aber du bist auch, ich habe auch dieses, du bist auch sehr, sehr intelligent, sehr strategisch. Du hast einen guten Plan, der auch wirklich funktioniert. Also das ist wirklich alles sehr, sehr handfest. Und die Erntezeit, und das ist die Herrscherin auch für mich, die ist auch ganz stark immer so steht für die Ernte, für die Pflege auch von dem, was sie geschaffen hat. Die kommt jetzt zu dir, ja? Der Segensstrom öffnet sich dir. Göttliche Gnade wird dir zuteil. Und das einfach, weil du das ausgeschickt hast, was du haben möchtest, weil du dich mit deinen Träumen und Visionen energetisch eingestimmt hast, sodass du das in dein Leben ziehen kannst. Und jetzt geht es darum, diese Energie einfach zu halten, weil quasi die Lieferung auf dem Weg zu dir ist, ja, wenn du so willst. Und ganz, ganz wichtig hier, nicht in alte Muster zu verfallen, dich nicht ablenken zu lassen, sondern diesen Raum zu halten. Und das ist immer eine ganz, ganz große Herausforderung für viele Menschen, weil oft ist es ja so, dass wir oft Schwierigkeiten haben mit Leere, mit dem Moment, der entsteht zwischen du, dem, was du, diesem Raum, der entsteht, der
zwischen dem, was du losgelassen hast, wenn du losgelassen hast, und dem, wenn was Neues kommt. Es wird immer leerer Raum wieder gefüllt in deinem Leben. Wenn du eine Person loslässt, wenn du eine Situation loslässt, dann kommt wieder was Neues rein, weil das ist das Universum. Es gibt keine Leere in dem Sinne. Ja? Es wird immer wieder gefüllt, es kommt immer wieder Neues in dein Leben. Die Schwierigkeit in Anführungszeichen steckt darin, dich nicht mit dem Erstbesten zufrieden zu geben, sondern wirklich auf das zu warten, was du bestellt hast und nicht vorher schon, weil du vielleicht diese Leere nicht aushältst, diese Leere mit was zu füllen, was dir wieder nicht dienlich ist, ja, sondern das wirklich auszuhalten und auf deine Ernte zu warten. Und das steht bei dir im Juni an, ja, diese Beobachterposition weiterhin inne zu haben, zu wissen, dass das, was du gesät hast, dass das gut ist, dass dir das dienlich ist und dem Leben zu vertrauen, dass es jetzt liefern wird und dafür den Raum zu halten und ja, den Platz auch zu halten und den Platz nicht vorher mit Kompromissen oder mit Dingen zu füllen, die quasi zweite Wahl sind, nur weil du den Platz nicht aushältst oder diese Leere. Deswegen darum geht es bei dir ganz, ganz stark. Auch immer wieder darauf zu achten, welche Signale du trotzdem weiterhin ausschickst. Also wirklich deine Energie hochzuhalten und alles dafür zu tun, dass deine Energie hochhält. Dich selber auch zu bemuttern, für dich selber da zu sein, dich selber zu nähren auf allen Ebenen mit der bestmöglichen Nahrung. Und das ist physisch, psychisch, seelisch, auf jeder Ebene dir die bestmögliche Nahrung zukommen zu lassen. Vielleicht auch nochmal zu überprüfen, wo kannst du hier nochmal Anpassungen vornehmen? Wo hast du hier vielleicht in deinem Leben Input, der jetzt vielleicht nicht das anzieht, was du haben möchtest. Also dich wirklich in die Energie zu bringen von dem, was du haben möchtest, damit das, was du anziehst, auf dem höchsten möglichen Niveau ist und damit du das auch weiterhin anziehst, damit du hier ja deine Energie nicht veränderst, sodass du es wieder abstößt, was du da haben willst, sondern dass du wirklich hier energetisch dich auf das anpasst, was du haben willst, auf deine zukünftige Version. Und das sage ich auch immer, wenn Menschen sagen, hey, ich möchte gerne das und das manifestieren, die sehen oft gar nicht, welch ein energetischer Aufwand dahinter steckt, ja, dass du dich energetisch so verändern musst, dass du das Neue anziehst, und je weiter weg das Neue von dem ist, was du aktuell lebst, desto größer muss die Anpassung sein, die erfolgen muss in der Zwischenzeit. Und das ist oftmals einfach nicht einfach, weil das ein Riesensprung ist oft oder auch ein riesen energetischer Unterschied. Und das kostet natürlich auch erstmal Energie, dich von Energie A in Energie B zu bringen. Und je mehr du dich der neuen Energie anpassen kannst, je mehr du diese fühlen kannst, desto mehr wirst du dich in der verankern, desto schneller wirst du die in dein Leben ziehen. Das ist einfach das Gesetz der Anziehung. Schau dir da gerne auch meine Manifestationsvideos auf dem Zweitkanal an, wo ich das einfach nochmal detaillierter auch beschreibe, wie die Manifestation funktioniert. Und achte hier wirklich darauf, dass alles, was du aussendest, jedes Wort, das du sprichst, jeder Satz, den du sprichst, alles das manifestiert. Viele glauben immer, sie setzen sich 3 Minuten am Tag hin und visualisieren eine Zukunft und damit haben sie die Manifestation des Tages erledigt. Check, Haken dahinter, passt, jetzt ziehe ich das an. Das Ding ist aber, du kannst dich nicht manifestieren. Du manifestierst permanent deine Realität. Das heißt, du musst deine Realität auch so anpassen und du musst dich auch in deinem Alltag so anpassen, dass sich da was verändern kann. Wenn du 3 Minuten am Tag ein gutes Gefühl hast und in dich in das Gefühl der Fülle bringst, ja, wenn du aber die anderen, was weiß ich, wie viele Minuten des Tages mit Mangeldenken verbringst. Na, was glaubst du, was du anziehen wirst in deinem Leben? Es dominiert ja immer das, da wo die 51% liegen oder noch mehr. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich in deiner gesamten Energie shiftest. Und je mehr Anpassungen du da vornehmen kannst, im Sinne von, okay, ich schaue mir jetzt nur noch inspirierende Videos an, ich höre inspirierende Podcasts, ich lasse alles weg, was niedrig schwingend ist, was mir gerade nicht dient, ja, in jeglicher Form. Ich lese keine Nachrichten mehr, ich höre keine Nachrichten mehr, ich schaue mir keine Horrorfilme mehr an, ja. Mit all diesen Dingen fängt das ja an. Und wenn du da Anpassungen machst, dann wirst du sehen, dass du automatisch in eine andere Energie kommst. Man sagt ja immer, zeig mir, mit wem du dich umgibst und ich sage dir, wer du bist. Und dazu zählt aber auch das, also nicht nur die physischen Personen, die du um dich herum hast, wie jetzt deine Arbeitskollegen, deine Familie und so weiter, sondern auch, wen du im Ohr hast, ja, wen du dir anhörst, wen du dir anschaust. Und je mehr du da
einfach Personen folgst, die Vorbilder für dich sind, wo du sagst, hey, genau so will ich mein Leben leben, desto mehr wirst du dich in diese Energie bringen. Deshalb sieh auch diese Personen, von denen du die Podcasts hörst, von denen du solche Videos anschaust wie dieses hier. Pass auch da auf, dass das Menschen sind, die dich einfach inspirieren und die dich vorwärts bringen, die dich ermutigen, deine Träume in dein Leben zu ziehen, ja, und die dieser Energie dienen und in dieser Energie einzahlen. Mach hier vielleicht mal noch mal einen kurzen, ja, Inventurcheck und schau mal, wo du vielleicht hier noch Anpassungen vornehmen kannst, wo du vielleicht noch dem Universum die falschen Signale aussendest, damit die Lieferung wirklich kommen kann, weil die steht an bei dir, ja. Du hast das Glück auf deiner Seite, du hast den Segenstrom auf deiner Seite. Jetzt geht es nur darum, in dieser Energie zu bleiben. Das ist jetzt dein Job bis dahin, ja. Energetische Souveränität haben wir hier auch nochmal. Also hier wirklich bleib in deiner Energie und lass alles andere von dir abprallen. Leg dir so eine Teflon-Aura zu für den Monat Juni, wo du sagst, alles, was nicht zu dieser Energie passt, prellt schon vorher an mir ab. Das kommt gar nicht nah an mich heran. Alles klar, meine Lieben. Ich hoffe, das Orakel hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören sehen. Bis dahin. Tschüss.